Servus Leute und seid herzlich willkommen zur ersten Folge von der WWE-Karriere auf meinem Kanal. Ja, Freunde, ihr habt schon einen Titel gesehen. Ich starte heute die erste WWE-Karriere auf meinem Kanal. Ich habe davor noch kein WWE auf diesen Kanal gebracht, sonst nur irgendwie FIFA oder so. Aber heute starten wir endlich mal im WWE rein. Ich habe ja WWE 2K18 gezockt. Nur, ja, das habe ich erst vor einem Monat oder so gekauft. Und jetzt ist WWE 2K19 draußen und ich spiele mit euch heute die Karriere. Hier ist unser Charakter. Und ja, wir können ja mal hier in den Mein Spielerbaum gehen und uns vielleicht hier sogar verbessern. Also hier können wir erstmal hier den Angriff, Körper und die Verteidigung verbessern. Und ich denke, hier soll es eher so um Konter gehen. Hier eher wahrscheinlich um Ausdauer und die Kraft. Und hier wahrscheinlich um die Schlagkraft oder so. Und ich habe jetzt hier, warte, brauche ich hier Skillpunkte irgendwie? Ah, ich habe jetzt 5 Stilpunkte noch und ich würde sagen, wir teilen uns das hier immer so auf, also immer so gleichmäßig ungefähr. So, aber Ausdauer, Erholung oder Ausdauer, komm, wir nehmen mal hier die Ausdauer. Dann noch hier bei Reversal plus 3, würde ich sagen. Und dann sind wir schon auf einer 51er Gesamtstärke. Das ist von nun an freigeschaltet. Gehe zu Talente und Fähigkeiten, um es auszurüsten. Okay, jetzt sind wir hier und dann können wir hier Rope Break auswählen. Das ist, wenn man zum Beispiel gepinnt wird, dass man dann ans Seil greift und dann ist man halt vom Pin erlöst oder hat ihn halt ja geschlagen, also. Oder ist halt rausgekommen und ja, das kann man dann halt einfach so machen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich hier rein in die Story. Und ich weiß wirklich fast noch nichts, wie es weitergeht. Ich habe nur bei Erne mal ganz kurz reingeschaut. So die ersten 2 Folgen habe ich, glaube ich, geschaut. Also ich weiß jetzt hier am Anfang eigentlich schon ein bisschen was. Aber ab dann, boom, bin ich auch raus. Also ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Story. Let's go. Hey, big BCW show this Friday night at the high school. Tell your friends. Don't need a flyer. I go to every show. Wait, is that you? What do you mean? Facing Mr. CQ in the main event. It's definitely you. I guess I can see the resemblance, but that guy's a huge indie star. Why would he be out here flyering for a show? Hey, is this weirdo bothering you? He's one of the wrestlers. No, I'm not. Have fun at the show. Yo. I thought Restos had money. Why would he be driving around some crappy bug van? See? See? Good point. More proof that I am not who you think I am. Sure. You gotta check out this guy's highlights online. He's going to be a huge star in WWE someday. Thanks. That's nice of you to say. I mean about the wrestler on the poster who is, definitely not me. Come on. Let's go. Hope you beat Mr. CQ. I can't stand that guy. Well, maybe I'll see you in the crowd Friday night. I mean, as a fan, definitely not from the ring, because I'm not a wrestler. Okay, also wir haben unser erstes Match gegen irgend so einen Mr. CQ oder so. Und hier steht jetzt auch schon einige Tage später. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Okay, er ist also er hat sich jetzt hier umgezogen, das war er gerade. Also das ist sein Anzug für den Einzug dann. Und ja, halt beim Untermatch hat er halt das Oberteil nicht an. Also ich habe mir sehr Mühe gegeben. Also ich habe ein paar Kleinigkeiten eingefügt. Und dann sind wir jetzt hier schon vor dem Match wahrscheinlich. Hier ist wahrscheinlich unser Gegner da rechts. Also wir können jetzt hier uns mit verschiedenen Personen unterhalten. Ja, wir reden erstmal mit Baron Blade und Matt Bloom.
Hey, I want you to meet Matt Bloom from NXT. Matt, this is my protege, Van Gogh. I'm a big fan, Mr. Bloom. I mean, I've studied all your matches from your run in WWE and Japan. Really great stuff. Thanks. You must be a true student of the game. I try to be. So why do they call you Van Gogh? Are you some kind of artist? Not quite. I gave him that name because everywhere he goes, his dad's old work van goes. He practically lives in that thing. Yeah, practically. So what brings you out to our show? I'm here to scout your opponent, Cole Quinn. Wirf auch einen Blick auf mich. Cole ist toll. Also, wir wollen uns jetzt hier nicht gleich, einschleimen, aber trotzdem, wir wollen auch nicht so arrogant sein. Deswegen würde ich schon sagen, Cole ist toll. Cole's great. You won't be disappointed. I'll have my eye on you as well. Wait, really? You're wrestling Cole, so it'd be kinda hard not to. Yeah, good point. Well, I should go get ready. It was nice meeting you, Mr. Bloom, and thanks for coming out to the show. Okay, so, dann sind wir hier angekommen und ja, dann können wir nur noch mit Cole Quinn reden. Hey man, good to see you. Slow your roll, Greenie. Tonight's my big chance to get signed to NXT, so don't do anything to screw it up. Okay, look, I'm gonna give it everything I have tonight, and we'll see where we stand after that. All I know is I'll be standing in Orlando at the Performance Center. You can continue standing in high school gyms. We'll see. Alter, der CQ ist wirklich so ein Angeber. Jetzt können wir noch mal mit ihm reden, aber ich würde sagen, ja, wir reden noch mal hier kurz mit ihm. Tonight, instead of trying to get Matt Bloom's autograph, suck up. Okay, er sagt nochmal, dass wir uns hier bei ihm einschleimen gerade. Und dann gehen wir direkt zum Match. Also, ich muss sagen, ich bin wirklich nicht der Beste. Ich glaube, ich spiele jetzt auch nur auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Also, das mittlere. Ich habe immer im WWE 2K18 am Anfang leicht gespielt. Dann bin ich auch zu normal gegangen. Also, ich denke mal, das werde ich schon schaffen hier. Aber natürlich dürfen wir den CQ nicht hier unterschätzen, weil der kann natürlich auch sehr gut sein. Das ist genauso wie in FIFA. Da kannst du gegen ein Bronze-Team verlieren. Und dann sind wir hier in einer Sportturnhalle oder so. Und dann sollte jetzt hier gleich der Louis Perny rauskommen. Und da ist er auch. Ohne Musik. Ich glaube, das ist ausgestellt, weil ich es auch im Menü ausgestellt habe. Also halt wegen der Menümusik. Und dann geht er jetzt hier zum Ring. Wird nicht unterbrochen. Ich habe jetzt hier mal irgend so einen Einlauf genommen. Aber auf jeden Fall wird der erst so richtig geil, wenn wir dann wirklich bei der WWE gesigned sind, also unterschrieben sind, dass wir bei Raw oder bei SmackDown oder halt zuerst bei NXT sind. Und ja, dann überspringen wir das und gehen gleich ins Match rein. Let's go. Okay, dann sind wir hier im Match und Alter, schaut ihn euch an, den Louis Perny, Alter. Er ist ja mal sowas von breit wie ein Türsteher, Alter. Und jetzt geben wir hier den CQ erstmal hier so richtig auf den Sack, weil er uns davor so richtig die Ehre genommen hat, würde ich schon sagen. So, jetzt hier mit, ich glaube, das ist auch so ein Suplex oder so. Und ihr seht ja unten links, wir haben nur zwei Konterbalken. Und ich gebe euch einen Tipp, falls ihr wollt, dass ich mit mehr, also mit unendlich Konterbalken spielt, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Würde mich nämlich sehr interessieren. Und dann kommt jetzt hier ein Suplex von Louis Perny. Und Alter, der Kommentator, der regt gerade schon ein bisschen auf, bin ich ehrlich. Boah, und hier mit dem Kopf in sein Ohrschloch. Jetzt habe ich aber hier nicht so viel Scheiß reden, weil sonst kommt YouTube und sperrt das Video. Jetzt hier mit einer Powerbomb hier. Und jetzt gehen wir hier mal aufs Ober. Ne, er kann auch nicht aufs Ober. Oh. Alter, Luki, was ist los? Muss los, Bruder. Komm, jetzt geben wir dem erstmal hier eine Powerbomb und dann. Er darf nicht kontern. Und heb ihn jetzt hoch, du Monster. Jawohl. Und jetzt ist er unten. So,
Dann haben wir das. Und da gehen wir hier nochmal rauf. Und jetzt kommt der Bauchplatscher wieder nicht an. Was ist denn das, Alter? Okay, das müssen wir auf jeden Fall anscheinend nochmal verbessern. Und kann es sein, dass der gar nichts kontert? Kann der überhaupt was? Spiele ich auf normal? Mir kommt es gerade so vor, als wäre das leicht. Colquinn? Willst du da auch mal kontern? Er kontert einfach nicht. Was ist denn bei dem los? So, jetzt lassen wir uns hier mal feiern und dann schlagen wir dem hier mal erstmal ein paar rein und ja, oh, nee, hat nicht gekontert. Was ist denn bei dem los? Ja, easy, ne? Erster Fight mit Lugiperni. Aber der kontert halt wirklich nichts. Was ist denn das? Tür muss über Pinfall und Submission oder Submission gewinnen. Okay, und jetzt sind wir hier in der Submission. Mal schauen, ob das was wird. Nee, wird nix. Vielleicht ist ja jetzt hier der Mr. CQ oder so dran. Keine Ahnung, wie ich den nennen soll. Cole oder so. Hier, erstmal gekontert. So macht man das, CQ, Digga. So, jetzt gehen wir hier erstmal außerhalb den Ring. Zählt er? Okay, er zählt. Hä? Wieso hat bitte er jetzt einen Finisher? Hä? Der hatte nix gemacht. Kontert der? Ja. Aber er darf doch auch nicht ausgezählt werden. Komm, wir gehen jetzt hier mal erst in den Ring und lassen ihn dann reinkommen. Ja, komm schon. So leicht lasse ich dich nicht verlieren. Aber jetzt kommt erstmal hier der Signature. Und dann machen wir hier unseren geladenen Finisher. Und dann haben wir den Sieg. Come on. Geladener Finisher von Lugiperni. Er darf ihn jetzt einfach nicht kontern. Und er kontert ihn auch nicht. Er kontert ihn nicht. Und jetzt hier der Pinfall hinterher. Und wenn der ankommt, haben wir gewonnen. Kein Rope Break. 1, 2, 3. Und da haben wir gewonnen durch Pinfall gegen diesen Cole Quinn. Keine Ahnung. Und ja, war eigentlich einseitig, würde ich sagen. Good match, Van Gogh. Yeah, great Thanks. Job out there. It means a lot coming from Orlando, you. Orlando, here I come. I'm gonna get a condo on the beach. There's no beach in Orlando. Well, then I'll make sure to furnish my condo with wall-to-wall sand. Before you start making big plans, we have a few things to discuss. Like what? My start date? Future opponents? Waist measurements for the NXT title? Not exactly. To be honest, I'm not a fan of your Mr. CQ character. You need to come up with something different. It's not really a character, but fine. I can come up with something different after I get to NXT. Full disclosure, I don't think you'll be heading to NXT. Not anytime soon, at least. You're just not ready. I was actually more impressed with your opponent over here. Wait, what? So I've decided to offer him an opportunity instead. You'll have a tryout match at an up-and-coming WWE event. Really? Yes, I've been doing this a while now, and I know talent when I see it. Is this some kind of joke? Because you were supposed to be here to scout me and not him. Plans change all the time in this business. That's a good lesson for you to learn. I have to go catch my flight. You and Baron will be hearing from us soon with the details on your tryout match. Don't make me regret my decision. I won't. Thank you. Unbelievable. I told you not to ruin this for me, and look what happened. Whoa, all I did was give it everything I had out there, okay? I can't help it that he saw more potential in me. Potential? Or was it your boy Baron here putting you over with him? I always knew that he was your favorite, but I didn't think it would cost me a shot at WWE. This was all Matt Bloom's decision. Do you think I want to see my top guys leave? And do you think we want to stay here forever, wrestling in front of a few hundred people for crap money? That's not what I meant. I'm just saying we're building something good here. Besides, if you left, who would design our title belts? I only make your belts because you pay us so little for wrestling. It's so bad, teacher's pet over here has to live in his van. I thought that was a joke. I only live in it when times are tough, which is most of the time. Well, that nickname's not as much fun anymore. Look, you just need to trust the process. We're building a brand.
And think of it this way. If any of us make it to WWE, it'll be good for everyone. It'll help put BCW on the map and lead to more opportunities. Oh, yeah. Easy for you to say. You're the one with a WWE tryout match. He's right, though. What's the saying? A rising boat will lift all tides? I think it's the other way around. Whatever. Come on, let's drop this thing and bring it in for a BCW handshake. Yeah, no thanks. I'll let you two celebrate alone. Don't worry about him. And congrats! I am truly happy for you. Also wir haben jetzt hier so ein Tryout-Match und ja, für die WWE, für NXT oder so, keine Ahnung für was, aber auf jeden Fall haben wir das Tryout-Match für Cole Quinn jetzt gestohlen und ja, ich würde mal sagen, wir haben unsere Ehre mal wieder zurückgeholt und das auf jeden Fall erfolgreich die nächste Woche. Boah, sieht das geil aus. This is way bigger than the high school gym. And the VFW, and the state fair, combined. Don't let that bother you. All that matters is the rings the same size. All right, good point, but I assume their rings aren't covered in rust and mysterious stains. Hey, we're working on fixing that. Come on, let's go meet Triple H, and try to play it cool. You don't want to recite his entire career history like you did with Matt Bloom. Wasn't his entire career history. Hey, Hunter! It's been a while. This is my guy that Matt Bloom wanted to bring in for the tryout match tonight. Nice to meet you. You trained him, Baron? I did. He's one of my top students. I'll try not to hold that against him. Look, I've heard a lot of good things, but I want to see you in action tonight before we decide anything. Do you have an opponent for him yet? I do. Surviving in WWE is all about how you handle adversity. So you're gonna face the toughest guy we have. Actually, the toughest monster we have. Go introduce yourself to Braun. Don't worry, he won't hurt you. Not until your match, at least. Hey, Braun? I just wanted to introduce myself. No autographs. I'm not a fan. I'm actually your opponent tonight. You mean victim? So how do you want to die tonight? I'd like to survive tonight, if that's okay with you. What I meant was, in what type of match do you want to get these hands? Ein normales Match, ein False Count Anywhere Match, ein Tables Match. Ich würde sagen, normales Match, weil Braun Strowman. I want a regular match. That way I can show Triple H that I can put up a fight inside the ring without having to rely on any kind of weapon. I can't believe you thought I was actually going to let you choose the type of match tonight. We're gonna do what I wanna do, because I'm the monster among men. So it'll be a steel cage match. That way you can't run from me. Steel cage. Great idea. It's gonna be my second choice. Also jetzt gibt's ein Hell in a Cell Match anscheinend wahrscheinlich und jetzt haben wir hier ein paar Sachen freigeschaltet. Einmal hier ein Baron Blade, dann hier ein paar Punkte, mit denen wir auf jeden Fall Packs aufmachen können. Dann noch den Cole Quinn hier zweimal, BCW und ja halt Mr. CQ noch und dann noch die Highschool Arena, 2700 Punkte und 7714 Erfahrungspunkte und da gehen wir hier weiter. Also ich finde die Story irgendwie wirklich so ein bisschen wie The Journey, bin ich ehrlich. Alexander ist ja auch irgendwie so zu einem Probetraining gefahren oder, keine Ahnung, so ein Scouting-Training. Und da hatte er ja auch so schwere Gegner. Aber jetzt gehen wir hier erstmal zu Baron Blade. Du hast schon früher mit der WWE gearbeitet, in irgendwelche letzten Ratschläge. Just make the most of your opportunity, win or lose.
Matt Bloom brought you in here because he saw something in you. Just go out there and show him that again. Oh, and try to get some free swag. I'd like a Bootio's lunchbox if you're taking requests. Ich habe Wichtigeres im Kopf als eine Bootio's lunchbox. What, like a replica title belt? Ja, moin. Braun Strowman. Of course. Just trying to keep the mood light. But if you do see a lunchbox lying around. So, okay, dann haben wir mit Baron Blade auch mal geredet und da gehen wir hier zu Alexa Bliss, was die uns sagen will. Oder was wir ihr sagen. I've seen some of your indie stuff online. Not bad. Danke nett, dass du das sagst. Danke, irgendwelche Tipps in Sache Braun Strowman. Danke, ich schaue dich mir jede Woche im Fernsehen an. Ich fasse nur nicht, wie winzig du in echt bist. Also das auf jeden Fall nicht, das wäre natürlich normal, aber ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Tipps gegen Braun Strowman. I've seen what he's capable of when he was my partner in the Mixed Match Challenge. Based on that, I suggest you start running. Now. Also sie sagte, sollten jetzt auf jeden Fall wegrennen. Also so hab's ich gerade irgendwie verstanden. Dann gehen wir zum Tryout-Match. Keine Ahnung, was das Tryout heißt. Ich glaube, das ist so ein Probetraining oder Probematch halt. Und dann gehen wir da erstmal hin und kämpfen jetzt wahrscheinlich gegen Braun Strowman in einem Steel Cage-Match. Also das ist das mit so einem Käfig außen um den Ring. Also es ist sowas wie Hell in a Cell, nur dass oben keine Decke ist und man einfach drüber klettern muss, so viel ich weiß. So, und dann laufen wir hier ein und es kommt wieder keine Musik. Also ich muss es anscheinend nochmal einstellen. Und ja, ich würde sagen, wir überspringen das jetzt erstmal, weil wir haben es davor schon gesehen. Und ja, dann legen wir los jetzt mit dem Fight. Let's go. So, dann fährt hier der Käfig erstmal runter und der Kampf... Er beginnt. Zeige Triple H, dass du es ernst meinst, indem du Braun Strowman mit dem Käfig... Hä? Ach so, ich soll nicht den Käfig verlassen. Oh mein Gott! Als ob ich das geschafft habe. Hä? Wieso bin ich schon tot, Alter? Das Match geht nicht mal 2 Sekunden und ich hatte schon mal, ja, Leben wie ein, ja, wie eine Katze, würde ich mal sagen. Ja, und wir sind schon wieder tot. Wow. Das war schon wieder komplett. Alles klar. Und jetzt hat er uns ausgenockt, oder was? Und wir haben ihn gekontert. Ach, come on, Digga. Was ist das? Okay, ja, der Kampf ist unmöglich. Also, wer den gewinnt oder gewonnen hat, ey. Der muss mal WWE-Experte sein. Wenn wir jetzt schon wieder dann bei einem Pinfall rauskommen, dann kann man mich mal Pinfall-Master nennen. Und die Batterie ist fast leer. Moin, Digga. Und er hat jetzt schon den Signature und hat noch Leben wie ein... Oh, und der... Hä? Ach so, lol. Nein, nein, nein. Au, au. Und wir müssen aufgeben. Alter. So, es ist doch einfach behindert, Mann. Und Braun Strowman hat gewonnen. Aber wir haben zumindest die Aufgabe erfüllt. Und ich denke sogar, dass das einfach unmöglich ist. Also, ich soll euch das an. Wir haben wahrscheinlich sogar mit einem Leben von Rot reingestartet. Und Braun Strowman verliert halt auch gar nicht. Wir haben zumindest einmal gekontert. Ein Erfolgserlebnis, würde ich dazu sagen. Und ja, Braun Strowman war hier einfach unbesiegbar, würde ich sagen. Aber ich denke mal, das war auch so wie in echt. Und zwar muss man den einfach gewinnen lassen. Also da ist auf jeden Fall alles abgesprochen gewesen. Ja, und er hat sich verletzt. Really? Feels like I got run over by a big bearded tank. Think it was enough for him to sign me? I don't know. But no matter what, you always have a home in the BCW. Thanks. Hey, I saw a lot of positive things from you tonight. Most importantly, you didn't seem intimidated by being on the bigger stage or by being locked in the cage with a monster. So with that being said, we'd like to offer you an NXT contract.
Look that over and return it at tomorrow night's show. This is amazing. Thank you. I would shake your hand, but I think three of my fingers are dislocated. Don't worry about it. Rest up and we'll finalize everything tomorrow night. You did it. I'm shocked. Me too. I just can't believe it. I mean, against all odds. I know. I'll definitely be sad to see you go. You've become one of my top guys. You'll be fine, though, right? I mean, you got Cole and the rest of the crew, yeah? Sorry. What am I doing? This is your time to celebrate, not to worry about me and BCW. You enjoy the moment. I'm going to go talk to Triple H about when you might start, so maybe I can get you on one more BCW show. We'll do a big farewell match. It'll be great. Sounds good. I'll see you back at the hotel. Congrats. I'm proud of you. Thanks, Baron. Couldn't have done it without you. Also, wir haben jetzt wirklich einen NXT-Vertrag bekommen. Ja, Triple H hat positive Dinge in uns gesehen, dass wir nicht schüchtern waren. Gegen Braun Strowman kann man natürlich auch so sagen, aber trotzdem, wir haben halt verloren innerhalb von, eigentlich muss man das erst auf mitgezählt haben, ich glaube von einer Minute oder so. Ja, nach einer Minute ungefähr waren wir dann schon, ja, draußen, würde ich sagen, also, nicht so gut. Was tonight just a one-time thing? Or are you signing with WWE? Well, actually, I was literally just offered an NXT contract and I can't wait to get started. You should just skip NXT and go straight to the main roster. Actually, you know what? Hey, Triple H, you say listen to your audience? Well, the audience is saying that I'm good enough to go straight to the main roster, which actually, I think I proved it tonight by going toe-to-toe with Braun Strowman in a steel cage and not backing down, but... Whoa! Eyes up. Lol. Okay, da hat uns irgend so ein maskierter Fan oder so angegriffen. Ich sag, safe war das der Cole Quinn, weil der uns jetzt hier wahrscheinlich Rache geben will. Aber mal schauen, wer das war. Also ich tippe auf jeden Fall auf Cole Quinn, weil ich bin ganz ehrlich, der wollte halt auch in die NXT und deswegen, ja, ist er halt aggressiv auf uns gewesen wahrscheinlich. Und dann heißt jetzt hier der nächste Tag. I proved it tonight by going toe-to-toe with Braun Strowman in a steel cage and not backing down, but... Less than 24 hours after we offer you the opportunity of a lifetime, you get into a fight with a fan outside a WWE event, and there's video. I'd really love to hear this explanation. Also er will jetzt von uns eine Erklärung für das halt, dass wir angegriffen sind. Der Fan hat mich zuerst angegriffen, entschuldigen. Also entschuldigen wäre halt ernsthaft irgendwie so nicht männlich, meiner Meinung nach. Eigentlich auch schon, aber der Fan hat mich zuerst angegriffen, hört sich eigentlich auch irgendwie behindert an. Das heißt, dass man einfach Schwächling ist. Aber ja, komm, wir machen jetzt hier mal das, der Fan hat mich zuerst angegriffen. Look, the fan attacked me first. I was just defending myself. What am I supposed to do? Just stand there and get beat up? All we can see is you fighting with a member of the WWE Universe, and that's not good. Well, that's how it happened. You need to understand, this isn't some rinky-dink independent promotion running shows at the Elks Lodge. This is a publicly traded global company. We can't have our WWE superstars getting into fights with fans, and it will not be tolerated. On top of that, you were bashing NXT, saying you were going straight to the main roster. Who in the hell do you think you are? I was just having fun with the fans. I was just about to say that I would be happy to go to NXT, and the fan attacked me. Oh, I bet. This is what I get for trying to do business with one of your guys, Baron. Come on, Hunter. Can't you just fine him or something? No, because I can't fine him if he's not on the active roster. I'm rescinding the contract offer. Leave the building or I will have security escort you out. Don't ever bring me one of his guys again. This is on you too. Understood. Remember what I said about making me regret my decision? Congratulations, you did it in record time. Hey,
Hey, this wasn't your fault. I'm sure we'll figure out something else. Now, come on, grab your stuff. We gotta go. Als ob wir jetzt ernsthaft hier in der NXT wieder rausgeflogen sind, nur weil uns ein Fan attackiert hat. Also, seine Erklärung war natürlich sinnvoll, weil einfach halt kein WWE-Superstar mit einem Fan prügeln sollte, weil das einfach dem Image schadet. Mein Deutsch ist heute mal wieder am Start. Und ja, dann heißt es hier einige Tage später. Aber ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt an dieser Stelle hier. Ich hoffe, euch hat die erste Folge auch gefallen. Wenn ja, zeigt das mit einem Daumen nach oben und einem Abo, würde ich sagen, für mehr Content der WWE-Karriere. Vielleicht bringe ich es jetzt jeden zweiten Tag, jeden Tag oder auch erst jeden dritten Tag. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall wird es jetzt öfters kommen als FIFA wahrscheinlich. Also wenn wir natürlich vorbei sind oder so. Wenn ich keinen Bock mehr habe, was wahrscheinlich nicht eintreten wird, werde ich natürlich FIFA wieder öfters bringen. Aber ich werde jetzt FIFA erstmal privat zocken und dann können wir nach ein paar Monaten mal schauen, wie weit ich in FIFA gekommen bin. Auf jeden Fall würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!